Stuckrosetten und Leisten, eine prachtvolle Treppe mit geschnitzten Geländer und edle Panelfliesen im Jugendstil verraten es. Wir sind heute herrschaftlich unterwegs und begleiten eine aufwendige und detailverliebte Sanierung einer knapp 120 Jahre alten Villa. Heute im ersten Teil geht's vom Rohbau bis zum Kücheneinbau. Wir sind in Romanshorn, einer kleinen Hafenstadt am schweizerischen Bodenseeufer. Auf dem Areal einer ehemaligen Drahtseilfabrik steht sie, die frisch renovierte Villa. Villa Sonneck steht auf der restaurierten Tafel. Sonne von allen Ecken und das den ganzen Tag. Die Tafel wurde im Laufe der 120 Jahre unlesbar zerstört. Nur historische Fotos weisen auf den ursprünglichen Namen hin. Jetzt wurde sie aufwendig von einem St. Galler Künstler reproduziert. Wie fast alle Details in dieser Villa. Denn das Gebäude hatte keinerlei Schmuck mehr, als es erst als Schulhaus und später als Arbeiterwohnung genutzt wurde. Völlig entkernt und bis auf die letzte Fliese abgetragen, werden nun alle drei Geschosse im alten Stil restauriert. Während im Frühjahr das Dach, die Dachunterkanten und die Putzfassade bereits saniert wurden, sind wir nun im Hochsommer beim Innenausbau dabei. Wir dürfen eintreten und uns umsehen. Nach dem kompletten Rückbau wurden neue Wände eingezogen. Viele Details sind nicht auf den ersten Blick erkennbar. So sind beispielsweise die stützenden Deckenbalken filigran verziert und ersetzt worden. Erhalten wurden auch die alten bleiverglasten Fenster. Sie wurden zwar durch neue dreifach isolierte ersetzt, das Buntglasfenster aber wurde innenliegend wieder eingelassen. Zerschlagene Einzelteile ausgetauscht und alle Bleiruten neu eingezogen. Mittlerweile sind 3 Monate vergangen. Der Herbst ist da und es ist viel geschehen. Es wird gemessen, geflext, gesägt, gehämmert. Fliesenleger, Schreiner und auch Küchenmonteure arbeiten zeitgleich daran, die Villa in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Wir starten heute bei den Fliesenlegern. Klassische Panelfliesen im Jugendstil verleihen der Gästetoilette und den Bädern eine stilgerechte Rekonstruktion. Der Fliesenleger mit 43 Jahren Berufserfahrung verrät uns aber, dass hier Einfallsreichtum gefragt war. Das Verfugen der geschwungenen Form gestaltete sich äußerst schwierig. So füllt er nun, nach einigen Probeanläufen, eine alte Silikonspritze mit der Fugenmasse und verteilt diese mit einem Spachtel tief in die Fugen. Zeitgleich auf der Baustelle werden Bodenfliesen verlegt. Und wie schon zu damaligen Zeiten üblich, kommen diese natürlich aus Italien. Das Bad im Dach ist bereits fertig. Hier wurde in der Zwischenzeit auch das fehlende Treppengeländer ersetzt. Vom Schreiner handgeschnitzt und jedes Detail ausgearbeitet. In den beiden unteren Etagen sind nur noch wenige Handgriffe der Fliesenleger nötig. In der Zwischenzeit sind die Maler durch, Tapeten wurden geklebt und auch die filigranen Stuckleisten aus Gips sind montiert. In der mittleren Etage wird heute eine der beiden Küchen geliefert. Auch hier begleiten wir den Aufbau. Nach dem Ausrichten der Korpi folgen die Oberschränke. Dann die 40 mm Arbeitsplatte aus massivem Nussholz und einer Stielkantenfräsung. Besonders knifflig, die Wand, an dem die Leitungen entlanglaufen und für Wartungen erreichbar bleiben soll. Erste Einblicke auf Arbeitsplatte, Fronten und Deckenabschlüsse verraten es. Auch die Küche wird besonders. Eine hochwertige Küche macht mitunter natürlich die Materialauswahl aus, sprich also welche Arbeitsplatten wähle ich, Naturstein, Keramik oder wie in dem Fall jetzt Massivholz. Oder auch bei den Fronten wähle ich eine günstigere Front oder mitunter hier die lackierten Fronten. In der Küche ist jetzt hier besonders, dass wir hochwertige Materialien ausgewählt haben, Massivholzfronten, Rahmenfronten, die lackiert sind, sehr pflegeleicht und auch mal stilistisch schön in das Haus reinpassen. Und dann entsprechend auch eine sehr hochwertige Massivholzarbeitsplatte mit einer schönen Fräsung, die dann nachher das Optische noch einmal hervorhebt. Des Weiteren haben wir hier eine sehr hohe Raumhöhe mit knapp 2,80 Meter. Und daraus haben wir dann nachher aufgesetzte Oberschränke gewählt, die dann nachher passend dazu sind. Schönen Abschluss mit dem Kranzprofil, dass es stilistisch wieder zum Rahmen des Stuck passt. Der Stil der Küche ist ein Landhausstil. Aber jetzt hier nicht klassisch skandinavisch, etwas zurücknehmend und hell und cremetönend, sondern die Küche darf wieder Farbe vertragen
Und hier haben wir einen schönen pastellgrünen Ton, der danach wunderschön auch mit der Arbeitsplatte harmoniert. Ordentlich wird nun eingeräumt. Frau Mock, fast 70 Jahre, freut sich nun auf den Einzug, der nach 5 Jahren Planung und Baustellenatmosphäre endlich nicht mehr fern ist. Wir haben glücklicherweise diese Küche gefunden, weil ganz zufälligerweise, also wenn man am Umbauen ist, ist man natürlich ein bisschen programmiert, was man sucht, aber wir haben auf Anhieb, wurden wir so gut beraten und empfangen, dass wir gesagt haben, doch, hier bestellen wir unsere neue Küche. Ja. Nach dem Küchenaufbau sind wir wieder dabei, wenn das aufwendige Parkett mit Intarsien verlegt wird. Fortsetzung folgt. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.